Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute habe ich nochmal etwas von der Firma Sundtjens besorgt, und zwar das hier. Wir haben heute Soft Nougat am Start, das Ganze mit Erdnüssen. Ja, besorgt habe ich die Sorte mal wieder aus dem Edeka. Wir haben eine 230 Gramm Packung und bezahlt habe ich dafür 2,29 Euro. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir beginnen, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins, und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, dann schauen wir mal. Da sind sie. Nice. Okay, wie immer, ich sortiere, dann geht's los. So, dann geht's auch schon wieder weiter bei mir. Ich habe jetzt einfach mal zwei Nougatstücke hier ausgepackt und hier auf meinen Teller gelegt. Eins davon habe ich durchgeschnitten. Und ihr könnt schon erkennen, hier sind wirklich ziemlich viele Erdnussstücke drin. So sieht es dann von innen aus. Ja, würde ich sagen, ich probiere das Ganze mal. Schön weich ist es auch. Alles klar, so, es geht los. Boah, riechen tut es super lecker. Auch die Erdnüsse riecht man hier. Ah, cool. Okay, ich beginne. Also direkt ein super leckerer Nougat-Geschmack. Man schmeckt auch sofort die Erdnüsse raus. Mhm. Richtig lecker, ziemlich süß das Ganze auch, aber nicht zu süß. Das Schöne ist, es klebt auch nicht an den Zähnen. Also bin ich mal wieder positiv überrascht. Nougat hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr leckere Sorte, definitiv. Also kann ich euch empfehlen. Also wer auf Nougat-Geschmack steht, für den wird das hier genau das Richtige sein. Richtig schöne, dicke, große Stücke, ihr seht schon. Jetzt zeige ich es nochmal. Und wie gesagt, schön weich. Also wirklich eine sehr, sehr leckere Sorte. Gut, dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Für die Leute, die sich dafür interessieren, dann gibt es schon meine abschließende Bewertung zu dieser Nougat-Sorte. Ich vergebe den Doppeldaumen nach oben für diese Sundtjens-Sorte Soft Nougat. Also da bin ich wirklich total begeistert mal wieder. Ich habe mir noch nie so einzelne Nougat-Stücke wie jetzt hier gekauft, sondern ich kenne das halt nur, wenn das irgendwie in Schokoladen oder so enthalten ist. Da fand ich das immer schon relativ gut. Aber jetzt hier so einzeln mal zu essen, wirklich total lecker. Ein sehr, sehr intensiver Geschmack. Auch sehr lecker mit den Erdnüssen dabei. Das Ganze schön weich, es klebt nicht an den Zähnen, es ist süß, allerdings auch nicht zu süß, also für mich genau richtig. Mein Geschmack trifft es genau, wie gesagt, Doppeldaumen nach oben, ganz klare Kaufempfehlung. Ja, ihr seht ja auch, von der Menge her ist es gut, sind relativ viele drin, sind gut verpackt, portionsgerecht, also absolut klasse. Ich würde es mir nochmal kaufen, wie gesagt, finde ich auf jeden Fall eine geniale Sorte. Ja, ihr könnt mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Soft Nougat schon kennt von Sundtjens. Wenn ja, wie schmeckt er euch? Seid ihr genauso begeistert wie ich oder seid ihr komplett anderer Meinung? Wie immer gilt natürlich, ich lese alle Kommentare und antworte darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute mit meinem kleinen Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Und wenn ihr mögt, schaut doch auch morgen wieder bei mir vorbei, denn es lohnt sich. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltests und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.